Das ist schwierig. Also man hat klar das große Ziel, die Medaille in Paris. Das ist, glaube ich, immer das Ziel schlechthin, eine Medaille bei den Spielen zu holen. Und was mir die Motivation gibt, ist einfach, mich bestmöglich darauf vorzubereiten, dass ich nicht am Ende dann an mir zweifle und sage, hättest du man dort noch ein bisschen mehr trainiert oder hättest du dort was anders gemacht, sondern wirklich straight den Plan, den wir haben, folgen. Lieber mal eine Einheit mehr zu machen als zu wenig. Und das muss halt das Ziel sein, dass wir bestmöglich durchkommen bis Paris. Wir sind bis jetzt auf einem super Weg. Das hat die Weltmeisterschaft gezeigt. Und klar kann ich meine Gegner nicht beeinflussen, aber ich kenne ja meine Gegner so ein bisschen. Man weiß ja schon, gerade mit der Australierin, da weiß ich zum Beispiel auch, das ist eine Startrakete. Die wird mir immer am Start wegfahren. Aber mittlerweile habe ich das Feeling dafür bekommen, okay, wenn sie bei 100 Metern nicht mehr als eine Bootslänge von mir entfernt ist, kann ich meine Stärke am Ende ausspielen, nämlich die Ausdauer. Und das sind alles so Sachen, die natürlich helfen, die Ziele auch weiter zu verfolgen. Interessante Frage, darüber habe ich mir noch gar nicht so Gedanken gemacht, weil ich das gar nicht so extrem empfinde. Klar wird immer gefragt, ja, wie kam es dazu, dass du im Rollstuhl sitzt, wie kamst du zu dem Sport? Aber solche Schicksalsschläge oder solche verändernden Sachen im Leben haben ja nicht nur Parasportler. Das geht ja, ist ja auch bei anderen Sportlern. Und das ist halt was Greifbares oder was natürlich gerade jetzt medial dann immer noch mal. Ja, das i-Tüpfelchen quasi ist, wenn man darüber noch berichtet. Aber ich finde eigentlich schon, dass wir jetzt in Deutschland auf dem Punkt sind. Klar, es wird auch immer noch mal erwähnt, warum wir Parasportler sind. Aber das wird schnell abgetan. Und ich finde eigentlich schon, dass die sportliche Leistung mittlerweile ganz gut in den Fokus gerückt ist. Also es ist ja auch mittlerweile so, dass wir ja im Parasport, dass das ja nicht mehr nur ist, dabei sein ist alles, sondern bei uns in der Weltspitze mitzufahren, braucht es mittlerweile den gleichen Trainingsumfang wie auch bei den Rennsportlern. Also das ist nicht so, dass wir uns dann nur dreimal in der Woche ins Boot setzen und unsere Erfolge feiern. Ich habe genauso wie auch die Rennsportler eine 6-Tage-Woche und jeden Tag 2 bis 3 Einheiten. Im Trainingslager sogar 4 Einheiten. Also es ist schon ein straff gefülltes Programm, was wir haben. Und das finde ich, kommt auch immer mehr öffentlich in Vorschein, dass wir ja eigentlich genauso Leistungssport machen wie die anderen Sportler auch, wie die olympischen Sportler. Und bin eigentlich schon der Meinung, dass klar, es wird immer noch erwähnt, der Schicksalsschlag, aber dass am Ende doch die sportliche Leistung mittlerweile schon gewürdigt wird. Ready, set, go! Go, 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 go! Unglaublich viel Unterstützung, um den Plan so umzusetzen, dass wir wirklich bis Paris alles optimal vorbereiten. Denn nebenbei gehe ich ja noch arbeiten, bin am Bergmannstrost in Halle als Klima- und Umweltmanagerin eingestellt. Das heißt, neben dem ganzen Training habe ich auch noch eine Teilzeitstelle,
der ich auch noch gerecht werden möchte. Und da ist natürlich die Woche sehr straff getaktet. Das bedarf natürlich erstmal einem guten Zeitmanagement, aber eben auch die Unterstützung einerseits vom Arbeitgeber, dass er den Sport so, wie ich ihn ausübe, auch toleriert, akzeptiert und vor allem auch unterstützt. Sei es über mobiles Arbeiten oder auch, dass jedes Trainingslager ich nicht erst erfragen muss, ob ich eine Erlaubnis dafür kriege, sondern das ist ganz selbstverständlich, dass ich da ins mobile Arbeiten gehen kann. Dann brauchst du auch immer mal von Familie und Freunden natürlich auch die mentale Unterstützung, weil so ein Tag ist dann doch schon ganz schön straff und da gibt es natürlich auch mal Phasen, wo man auch mal ein Hängerchen hat, das gebe ich auch ganz ehrlich zu. Die Trainer, die auch Verständnis für die Arbeit haben, das ist ganz wichtig, dass dann eben auch mal im Trainingslager Einheiten verschoben werden, wenn ich Konferenzen habe. Dann die ganze Betreuung, sei es jetzt Bootsmaterial oder Wissenschaft, Trainingswissenschaft, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil eigentlich von unserem Programm. Denn die medizinische Betreuung über Physiotherapeuten und was man eben auch nicht vergessen darf, ist die Unterstützung durch Verein, Verbände, durch den Behindertensportverband Sachsen-Anhalt, durch die Deutsche Sporthilfe, mein Verein, der SV Halle, die wirklich alles da investieren, dass ich wirklich zum Punkt X fit bin. Nicht außer Blick gefühlt. Da ist sie. Wie lange ist echt die Medaille? Ja. Ich habe am Abend auch für den Füße noch eine Nackenmassage, wo ich meinen ganzen Tag die Medaille trage. Das ist einfach ein sehr, sehr komplexes Gebilde. Ich sage immer, so eine Medaille holt man nie alleine. Klar, wir sind alleine auf der Strecke. Die 200 Meter müssen wir alleine fahren. Da kommen wir nicht drum rum. Aber um die 200 Meter so zu fahren, wie wir es jetzt machen, brauchst du so viel drumherum, das ist Wahnsinn. Und deswegen gehört eigentlich jedem, der mich da unterstützt, ein Teil der Medaille mit.